Ja, vor über einem Jahr soll Stefan Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses per Kopfschuss getötet haben. Das Motiv soll rechtsextremistisch gewesen sein. Heute wurde der Prozess gegen den Angeklagten wegen Mord weitergeführt. Bildreporterin Daniela Pfad war für uns in Frankfurt. Der heutige Prozesstag vor dem Frankfurter Oberlandesgericht war sehr, sehr emotional. Denn der jüngste Sohn von Walter Lübcke, Jan Hendrik, hat als Zeuge vor Gericht ausgesagt. Er wirkte sehr, sehr gefasst und den Umständen entsprechend stark. Auch wenn ihm an einigen Stellen mal die Stimme wegbrach, so hat er sich doch relativ schnell auch wieder gefangen. Emotional wurde es dann aber, als er davon berichtet hat, wie er seinen toten Vater auf der Terrasse des Wohnhauses gefunden hat. Er dachte nämlich zunächst noch, dass Walter Lübcke nur schläft, später dann, dass er einen Herzinfarkt hat. Er hatte dann auch mit Reanimationsmaßnahmen begonnen und erst im Krankenhaus hat die Familie erfahren, dass wortwörtlich ein Gegenstand im Kopf seines Vaters feststeckt. Die Familie hat auch heute noch mit den Folgen dieser schrecklichen Tat zu kämpfen. Sie sagt, dass sie damit wohl niemals fertig werden wird.